Bei der Verwendung des Detection Eye wird die Scanner-Taste gedrückt, um den Aufnahmeprozess zu unterbrechen. Wenn die Taste zweimal gedrückt wird, öffnet sich ein Menü auf dem Bildschirm und der Scanner kann als Cursor verwendet werden. Wenn der Scanner nach oben bewegt wird, kann das erfasste Bild mit Hilfe der Scannerbewegungen überprüft und gedreht werden, um eventuell fehlende Bereiche zu erkennen. In diesem Fall kann der Scanvorgang direkt fortgesetzt werden, ohne dass etwas geklickt oder andere Tasten gedrückt werden müssen. Wenn der Scanner nach unten bewegt wird, kann der Scanvorgang angehalten oder neu gestartet werden. Um mit dem nächsten Scanvorgang fortzufahren, wird der Scanner nach rechts bewegt. Wird der Detection Eye nach links bewegt, können die soeben aufgezeichneten Scandaten gelöscht werden, indem Ja gewählt wird.